Wow. Ist er ernsthaft so dumm, dass er keinen Schlüssel und eine Brechstange gleichzeitig tragen kann? Nee. Ich glaub's ja nicht. Jetzt müssen wir nur gucken. Vielleicht können wir eins der Kinder befreien. Ja, aber wir haben die Brechstange gar nicht benutzt. What the fuck? Wir holen uns sie wieder. Wir gucken mal, ob wir eins von den Kindern holen können. Ich erwarte die ganze Zeit, dass sie jederzeit irgendwo durchbricht und dann auch in diesem Gebäudekomplex rumlaufen kann. Ja. Open the door. Fuck, Mann. Oh, ich weiß. Wofür hast du diesen Scheißschlüssel dann? Oh, da will ich gar nicht lang. Also, sind wir schon? Jetzt? Vielleicht die Tür anfangs bei dem ersten Tonband. Ah. Das heißt, du musst aber erst noch einen Weg zurückfinden. Dann kann er auch hier hin. Warum kann ich den Schlüssel mir nicht einfach angucken? Wo hab ich den jetzt hingeworfen? Ah, da. Steht auch nichts dran, ne? Kann man zumindest nichts lesen, ne? Aber es sieht aus wie ein langer Schlüssel. Ein langer Schlüssel? Ein langer Schlüssel. Gucken nochmal, ob wir irgendwas übersehen haben. Neben den Fliegen und so. Oh, hier ist eine Tür. Ah, hier kann man hoch. Aha. Ah, da ist ein Schlüsselloch. Backstage. Oh. Guck, ob du die Brechstange wieder mitnehmen kannst. Nö. Okay. Also ich habe den Schlüssel immer noch. Mhm. Alter, wie laut er den auch einfach wegschmeißt, Mann. Alter, wie lang der da rangeht. Da ist doch nichts mehr dran an denen. Wieso sind da noch so viele Fliegen? Tod und Verderben. Eine Gitarre. Erstmal werfen. What is this place? Can anyone even live here? I don't know, bro. I don't know. Ich daran verstecken? Oh. Alter! Physics. Puh. Uff. Merke, wirf keine Instrumente um. Ja, hier ist noch ein kleiner. Nice. Kannst du die Gitarre irgendwie in die Ecke tun? Also irgendwie hochheben und in die Ecke schmeißen oder so, weil dann liegt sie nicht mehr im Weg. Ah, shit. Ich möchte das kurz hören. Ah, oh, zweimal. Oh, stimmt. Also aufheben kann ich die nicht, aber ich glaube nicht, dass wir unbedingt hier rein müssen. Jetzt wissen wir, dass die Geräusche macht. Wir sehen uns nicht in diesem Spiegel. Warum sollten wir auch? Das ist irgendwie alles so perfekt ruhig gerade. Ja. Ich genieße das irgendwie. Ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass es vorher nochmal so ein Geräusch gibt, so ey, er ist wieder da. Mhm. Bestimmt, wenn wir hier durch die Tür gehen. Schritte. Dafür war der Schlüssel, oder? Mhm. Ich hole die Brechstange. Ja. Aber was hat uns das dann gebracht, dass wir da waren?
Information. Wir wissen, dass hier jetzt komische Kinder sind. Nicht komische Kinder, einsame Kinder, die so Probleme haben wie wir. Nur, dass wir halt jetzt uns hier frei bewegen können. Und wir haben einen kleinen Ayuvuki aufgesammelt. Und das da. Sehen wir auch. Und Atmosphäre. Uff. Willst du links an den Stühlen nochmal gucken, ob da irgendwas ist? Also ich vermute nicht, weil schon der Schlüssel da war, aber... Genau, und jetzt ein bisschen da so in der Richtung, ja. Ein bisschen rechts. Bei den Stühlen wieder auch. Genau, da so. Nee, hier war ja nur der Schlüssel. Glaube ich. Es ist auf jeden Fall schlau, immer irgendwas in der anderen Hand zu haben, was man notfalls werfen könnte. Boah, die Musik ist so gruselig. So. Zurück zu unserem dieses Freund. Pulsieren, dieses Bum-Bum. Tack, tack, tack. Okay. Ehrlich, kommt er sofort? Dunkel. Oh yeah. Ah. Mit der Brechstange, die... Ja, okay. Geh weg. Kannst du eigentlich die Tür da vorne zumachen, wenn er da durchgelaufen ist? Oder macht er die wieder auf? Ich glaube, er kann die wieder aufmachen. Mm. Und vielleicht ist er jetzt hier die ganze Zeit, weil das Tonband noch läuft. Oder hat das schon aufgehört, weil als Q das eben angemacht hat, ist er ja dahin. Dachte ich auch. Also ich glaube, das Tonband da hinten ist schon wieder aus. Aber ich dachte mir, vielleicht müssen wir ihn hier trotzdem reinlocken. Probier's auch. Kannst natürlich hier ein bisschen rumspringen, hoffen, dass er dich hört, in die Nähe kommt und dann hoffen, dass er hier bleibt. Das ist natürlich auch gefährlich. Boah, ey. Wenn wir uns jetzt erschrocken hätten. Ja, Ende. Ich frage mich jetzt halt wirklich, was, wie wir weitermachen sollen. Na, du wirst eine Ratte. Also mit der Brechstange meint er, jetzt können wir an den Dachboden. Ich denke. Das ist aber immer noch so weit oben, aber er ist einfach zu nah dran. Mhm. Also das wäre zu gefährlich eigentlich. Ich denke mir auch, wenn wir den aufkriegen, wird das doch so laut sein. Ja. Sonst würde ich da in die Ecke gehen, also vor der Tür raus, wo er die ganze Zeit gammelt und dann eine Ratte irgendwie in die andere Richtung werfen. Klingt nach einem Plan. Obwohl wir erstmal das, die Brechstange... Alter! Da müssten wir die ja erstmal fallen lassen und das wäre dann schon 10-mal lauter als eine Ratte. Man könnte jetzt rechts weiter und da in der Ecke das quasi organisieren, weil das, da kommt er ja anscheinend nicht hin oder so. Oder ich mach die Tür zu. Okay,
Oder so. Vielleicht klappt's. Boah, ey. Trippel, trippel, trippel. Siehst du, wir können auch gruselig kriechen. Und da steht auch noch die Kerze, die man werfen könnte. Aber das mit der Brechstange ist ein Problem. Boah. Die hat immer wieder reingestürmt kommt. Why are you doing this? What are you offering me? Was? Bro! Was war das? Schreit ihn einfach an. Wieso hat er das jetzt nicht gehört? Keine Ahnung. War vielleicht ein Fehler. Der ist wie so eine Mom, die einfach die ganze Zeit reinkommt zu ihren Kindern nachts, wenn die schlafen sollen und sie nur eine ganz kleine Sache hört. Mann. Und auch die ganze Zeit. Hey. Ja. Was? Was passiert? Hä? Sind wir in einem Safe Spot? Möglich? I don't get it. Sind wir jetzt Freunde? Sind wir der bessere Krabbler? Wie weird, Mann! Was passiert da? Ist er jetzt weg? Hat er jetzt keinen Bock mehr? I don't fucking know, Mann. Du hast ihn gedisst. Boah. An diesem Punkt ist man so, was ist dieses Spiel? Also ich glaube, ich würde es mal andersrum versuchen und dann irgendwie eine Maus da in die Nähe werfen oder so und rumrennen oder irgendwas. Ich dachte gerade, vielleicht kannst du tatsächlich die Tür aufmachen, ein bisschen zurückgehen, dann halt einfach reden, dass er da in diesen Bereich kommt. Und dann zumachen. Ja, also ich dachte eher so in diesen Saal locken oder so, weil der ist groß genug, dass du da vielleicht halt einfach um ihn rumlaufen kannst. Erstmal nehme ich mir hier die Kerze, wenn die Brechstange sowieso schon am richtigen Platz hier liegt. Ja, stimmt. Boah, ich weiß das nicht. Das war gerade richtig weird. Ob wir das schaffen. Ich glaube, er ist in diesen Rage-Mode gegangen. Was auch immer das war, weil er war so, jetzt was! Und. Ja, ja. Ich versuche das erstmal andersrum, glaube ich. Mhm. Das ist auch scheiße. Du kannst auch natürlich versuchen, dich jetzt, wenn du durch die Tür gehst, rechts in die Ecke zu stellen, in die. Also da, wo du jetzt hinguckst, die Kerze hinzuwerfen, möglichst weit, dass er um die Ecke krabbelt. Und dann kannst du versuchen, also, weißt du? Ich versuche einfach die Kerze dahin zu werfen, glaube ich. Ja. Jetzt ist er gerade weg. Ich hoffe, er bleibt weg. Nice, Mann. Kannst du die Tür zumachen? Tschüss. Ach. Nee, komm. Als ob. Wabam! Zieh damit. Alter, wie gut! Ja, warte, wo ist... Achso. Ah, die Brechstange ist anscheinend weg. Oh. Ich habe aber jetzt nicht verstanden, wie man mit der Brechstange den Dachboden da aufmacht. Besonders er ist gefühlt so klein und kommt er da überhaupt ran? Eigentlich ja nicht. Aber richtig, richtig gut, dass der halt gerade nicht mehr da ist. Wenn man vom Teufel spricht.
Okay. Hat die Tür wieder aufgemacht? Sonst wirft die Kerze ans Ende. Kann man auch versuchen. Jo. Ich frage mich, ob der da hochlaufen kann. Hä? Kommst du nicht weiter? Oder? Scheiße! Da soll mal weggehen! Ich frag mich auch gerade, ob er vielleicht dich gesehen hat quasi, aber weil er die Treppen nicht raufkommt, unter dir bleibt. Sonst mal die Taschenlampe aufladen. Scheint ihn nicht zu stören. Hochrennen? Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn er die Treppen hochkommen würde, hätte er es schon gemacht. Aber ich kann mich halt auch täuschen. Kannst du da hochspringen? Bringt einem das, wenn man da gar nicht weiterkommt? Ah ja, er geht weg. Oder auch nicht. Verdammt. Oh, Alter! Rage Mode! Aber anscheinend bist du da sicher. Kannst halt nirgendwo hin. So schreit habe. Alter. Ja, okay. Aber du kannst echt gar nicht da hoch irgendwie. Ah, doch. Nice. Sehr cool. Und jetzt hoffen, dass er dich verliert. Boah, hat ja nur 1000 Jahre gedauert. Ich konnte da einfach nicht hoch. Keine Ahnung, ob ich da irgendwie festgebacken bin kurz. Ich habe keine Ahnung. Aber gut, dass er hier anscheinend nicht hochkommt. Ja, echt. Habe ich nichts gegen, TBH. Also jetzt noch nicht, zumindest. Klamotten. Jeans. Kinderbetten. Ein Häschen. Oh Gott. Hasen. Ein. Ah! Ein Hebel! Ich lasse den Hebel hier. Ich nehme kurz noch die Lampe. Wie mies! Damit habe ich gar nicht gerechnet. Tschüss. Jesus. Das ist irgendwie relativ entspannt jetzt hier oben. Relativ, ja. Aber so ein Speicherpunkt wäre schon ganz nice. Was? Düsen? Nee, Hebel. Ach, Hebel. Ah, oh, okay. Den nehmen wir gleich mit. Ja, zieh.
Der Bro dürfte jetzt auch ziemlich abgefuckt sein. Ich will doch nur dahin kommen, ey. Ich will doch nur einen Speicherpunkt. Er scheint auch echt nicht wegzugehen. Oh. He knows. Vielleicht, sobald du den Schalter an den... Oh. An dem Kasten angebracht hast, vielleicht ist dann da der erste Speicherpunkt. Ich hoffe. Ja, ich hoffe auch. Bitte. Wir schaffen das. Go Kiyo, go Kiyo. Geh weg! Oh mein Gott! Tschüss! Ja, genau. Tschüss! Oh! Aber wie gut, dass er das nicht hört, wenn man sich anscheinend so leise bewegt. Wow, ja. Ist das mit der Thrilling Experience eine schlechte Anspielung? Mal wieder? Wir gehen doch hier lang. Aber richtig gut, Mann. Ich schwitze so hart. Meine Hand, ey. Glaube ich. Und wetten, jetzt ist er gleich wieder auf der anderen Seite irgendwo. Ruby, stopp. Sorry. Wir müssen das nur anmachen. Er hat zwei gegessen. Oh. Und dann nicht mal ganz. Boah. An derselben Stelle doch. Nur das Beste. Aber ich bin schon mal sehr stolz auf dich. Du hast gerade sehr gut gespielt. Danke. Aber und so viel Geduld mitgebracht. Ja. Ja, ne? Mit euch. So. Ach komm schon, Speicherpunkt, ey. Save the world! Oh. What is all this? Someone looking everywhere I go. Sieht hier schon wieder offen? Ja, er hat die aufgemacht. Ja. Ih, was ist. Huh. YouTube? Da liegt das YouTube. Lol. Hey, I know that guy. Als ob das Werbung ist. Slum Picking. Das war unser Krass, Zimmer. Ne? Kannst du da irgendwas machen? Das sieht so aus, als könntest du da was drücken. Generate secret URL address. Oh. Oh. Ah, nice. Oh, gleich nochmal bei YouTube machen. Oh, kann ich hier zurück? Nee. Ah, okay. Yes, ne? Klar. Ja.